Herzlich willkommen zum Unboxing-Video der Darksiders Hellbook Edition. Heute ist die PC-Version des Action Adventures gekommen und die will ich euch heute mal vorstellen, weil das Spiel anders als normale PC-Spiele in einer Sonderedition veröffentlicht wurde. Man sieht schon, es ist wesentlich dicker als ein normales PC-Spiel. Kommt natürlich auch mit dieser Plastikfolie, die wollen wir als erstes entfernen. Ja, oben. Man sieht dann schon, außenrum ist eine Kunststofffolie, die ist mit den ganzen Logos bedruckt, leuchtet auch schön, wenn man die ins Licht hält, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Außen wie bei einem Buchrücken, dann auch nochmal der Titel Darksiders Hellbook Edition. Die Verpackung selbst ist im Stil des Buch der Hölle entworfen worden, das man aus den Darksider Videos auch kennt. Auf der Rückseite dann nochmal ein Bild, eine Zeichnung von dem Hauptcharakter des Spiels, von Krieg, einem der Reiter der Apokalypse. Systemvoraussetzungen, Logos, jede Menge. Und das Schöne ist, wenn man die Kunststoffverpackung abmacht, einfach nach unten wegziehen, dann erhält man das Buch der Hölle, quasi ohne alle schirmen Logos. In der Mitte ist ein Siegel eingedruckt, auch das ist geprägt, also sehr, sehr schön gemacht. Außenrum hat man so nachgedruckt, ähnlich wie Buchseiten. Und das Ganze ist eine feste Papphülle. Machen wir das mal auf. Und man sieht danach, hier haben sie das Spiel und die zusätzlichen Inhalte versteckt. Die gucken wir uns gleich an. Was schön ist, vorne erstmal eine Widmung von Joe Madureira. Er ist Creative Director bei Visual Games. Das Studio, was Darksiders programmiert hat, wurde zuerst veröffentlicht für die Konsolenversionen PlayStation 3 und Xbox 360. Und jetzt im September 2010 endlich auch für PC. Und die Erstauflage kommt halt in dieser besonderen Verpackung. Und vorne auf den ersten Seiten, ich hoffe, dass man das erkennen kann, sind halt Zeichnungen aus dem Spiel, so verschiedene Charakterstudien, Dinge, die halt die Game Designer entworfen haben, damit halt die Programmierer, die Grafiker auch eine Vorstellung haben, wie ungefähr soll der Stil des Spiels aussehen. Dann haben wir auch nochmal eine farbige Karte der Spielwelt, dass man sich so ungefähr orientieren kann, wo bin ich im Spiel. Das gibt es im Spiel natürlich auch nochmal auf dem Bildschirm dann zu sehen, aber ist natürlich hier in einem Farbdruck im Buch eingebunden wunderschön gemacht. Die Hellbook Edition enthält neben dem eigentlichen Spiel, das gucken wir uns gleich an, gedruckte Kunstkarten. Auch die enthalten nochmal Zeichnungen von Joe Madureira. Er ist ja Comiczeichner und hat bei Marvel auch schon eine ganz erstaunliche Karriere hinter sich gebracht. Dann haben wir hier nochmal den Reiter auf seinem Pferd, das im Spiel auch Ruin heißt. Und einer von den Bossgegnern, die man im Spiel trifft. Wie gesagt, auch wunderschön gemacht. Neben den Karten gibt es auch noch ein Artbook. Das enthält auch nochmal Zeichnungen von Darksiders. Das sind dann Studien der verschiedenen Charaktere, die Engel, die Dämonen, Hauptcharakter selbstverständlich, die Gegner, die man im Spiel trifft, dann Studien zu den Waffen, auch in Farbe. Und wer den Zeichenstil von Joe Madureira mag und kennt, der wird das mit Sicherheit sehr zu schätzen wissen, wird es auch wiedererkennen,
Die Sachen sind also schon ganz, ganz eigenständig, sehr ausdrucksstark. Und gerade wenn man eine Bade jetzt im Spiel zugebracht hat, dann wird man die Sachen eins zu eins wiedererkennen. Es ist schon faszinierend zu sehen, wie die Studien entstanden sind. Nachher wurde das Ganze dann detailliert gestaltet und dann ins Spiel umgesetzt von den Grafikern. Und es sieht fast so aus wie im Spiel. Es ist schon faszinierend. Und neben den Charakteren, wie man sieht, haben wir dann auch Studien halt zu dem Pferd und den verschiedenen Gegnertypen. Das geht so weiter. Studien der Umgebung, der Spielumgebung sind natürlich mit dabei. Runden das Ganze dann ab. Insgesamt hat das Artbook 72 Seiten, gut mit Umschlag und dann zum Schluss auch nochmal Krieg mit der Sense in sehr stimmungsvollem Bild eingefangen. Auf der DVD bei der Hellbook Edition sind zusätzlich der offizielle Soundtrack und ein Comic zum Spiel in elektronischer Form. Comic dann als PDF und Soundtrack als MP3. So etwa wird oder werden die Nachauflagen jetzt von Darksiders PC-Version aussehen. Deswegen nur die Erstauflage erscheint als besondere Hellbook Edition zum Preis eines normalen PC-Spiels. Und wenn die Erstauflage ausverkauft ist, so heißt es, wird halt die PC-Version von Darksiders ganz normal in so einer Kunststoffbox verkauft, ohne halt die gedruckten Beilagen. Deswegen, das ist ein echter Tipp für Sammler und Freunde von Action Adventures. Die Installationsanweisung mit Hinweis zum Kundenservice legen wir mal weg, weil da sind die DVD-Keys drauf abgedruckt. Innen drin haben wir zwei Datenträger. Im zweiten Datenträger ist halt das Comic und der offizielle Soundtrack. Und zur Installation dann der erste Datenträger. Ist in der Box noch ein Handbuch von Darksiders mit Steuerungsübersichten, kann das Spiel normal mit Maus und Tastatur steuern auf dem PC oder eben kompatibel mit einem Xbox 360 Controller mit entsprechender Tastaturbelegung. Da werden dann die Optionen erklärt, wie ich das Spiel installiere, war auf dem Beiblatt. Spielbildschirm wird erklärt, die Chronik und die verschiedenen Elemente halt im Spiel, wie Charaktermenü, Waffenschmiede, Ausrüstung etc. Abgeschlossen von der Lizenzvereinbarung und zum Schluss sehe ich gerade, ist von Panini Comics noch ein Hinweis und von Rocket Maus, ja. Ah, Metro-Werbung finden wir auch, aber wir bleiben heute bei Darksiders. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt einen Eindruck bekommen, was in der Hellbook Edition von Darksiders alles enthalten ist. Ich freue mich jetzt aufs Spiel, werde es installieren und die Apokalypse genießen. Ich hoffe, ihr tut das auch. Bis bald.